Hallo, Glück auf! Moin! Moin aus Norddeutschland! Hallo, ihr Lieben! So, ist lange her, ich weiß. Wir haben gerade mal geguckt, ich glaube, es sind jetzt eine 8 Wochen gewesen, wo wir uns nicht gemeldet haben. Aber wir sind noch da. Genau. Ein äußerst turbulentes Jahr geht zu Ende mit einigen Höhen und Tiefen, und die wir aber alle gemeistert haben, sowohl als auch hoch und tief. Genau. Nein, es ist wirklich ein turbulentes Jahr gewesen, das wisst ihr aber auch. Wir sind ja alle in der gleichen Bubble gewesen oder sind da immer noch drin, wenn wir dabei sein. War alles nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz wollen wir das Jahr vernünftig ausklingen lassen mit einem letzten Video von uns. Genau. Also für dieses Jahr, nicht für dieses Jahr. Genau. Und da hatten wir uns gedacht, wir erzählen mal vielleicht, was wir so in dem Jahr erlebt haben, erleben durften. Wir wollen auf jeden Fall uns total herzlich, tief, gerne und mega bedanken. Ja? An alle Follower, bitte Abonnenten, Nicht-Abonnenten, Gucker, Nicht-Gucker und all die super Kommentare. An alle, die uns kennen. Genau. Die uns vielleicht auch frisch kennengelernt haben. Also an alle neue Abonnenten oder Zuschauer. Das hat uns extrem motiviert. Ich habe gerade mal geschaut. Wir haben 811 Likes bekommen. Insgesamt. Insgesamt in diesem Jahr, genau. Mhm. In diesem Aber Jahr? Mhm. Das Jahr 2021. 2,6 Millionen Minuten wurden unsere Videos geschaut. 452.000 Aufrufe hatten wir insgesamt. Und was uns am meisten freut, wir haben 811 Kommentare bekommen, so war das. 811 Kommentare, die ich, glaube ich, auch hoffentlich kein vergessen habe. Der sitzt dann schon mal den ganzen Abend und ist dann am Schreiben, am Tun, am Machen, und ich bin abgeschrieben. Nein. Aber an alle die, ein herzliches Dankeschön. Ohne euch wäre der Kanal auch nicht so, wie er jetzt ist. Nö, und würde uns auch keinen Spaß machen. Genau. Nee. Und danke an alle, die immer hinten mit uns mitfahren. Genau. Langsam wird es voll hinten. Nee, hat mal wieder einen mega Spaß gemacht, ganz klar. Und wir haben auch den einen oder anderen live treffen dürfen von unseren Zuschauern. Das hat uns extrem gefreut, dass das mal geklappt hat. Und das ist ja nicht selbstverständlich in dieser Zeit. Wir haben es aber dennoch gemacht, natürlich unter den ganzen Corona-Bedingungen, Tritratrolala. Ne? Es war, sagten wir ja schon gerade, ein bewegtes Jahr. Mhm. Und vielleicht fangen wir mal im Januar an. Ja, im Januar, Corona-bedingt, sind wir denn auch zu Hause geblieben und sind nicht gefahren. Weil da war ja dann doch gerade wieder so sehr hoch die Zahlen. Das haben wir uns dann geschenkt. Ich meine, okay, die Bude hat es gefreut. Die war mal wieder richtig sauber. Man hatte Zeit, sich Gedanken zu machen über Pläne und etliche Dinge. Da wir aber auch jetzt nicht diejenigen sind, die viel dann rausgegangen sind, haben wir uns gesagt, wie können wir das kompensieren? Und dann sind wir auf dieses WOMO-Dinner gestoßen. Genau. Und haben das dann auch ein paar Mal ausprobiert. Zuerst alleine in Essen, Bootshaus Ruhreck war sehr schön. Dann haben wir uns
mit wir haben uns hier kleine Notizen gemacht, nicht? Genau, weil jahrelang. Man wird älter und vergisst schon so manches. Ne? Dann waren wir mit Frederik und Uli in im Range House in also One World, Thousand Places. Genau, Range House in Kerken. So, dann waren wir mit Freddy und Angie, waren wir am Hösch in Dortmund. Das Hösch? Das Hösch, genau. Freddy und Angie von Podcampern. Ja, also jedes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, war wirklich schön diese Womo-Dinner, lecker, hat alles super funktioniert. Wir haben dann immer schön so Tür an Tür gestanden, hier konnte man sich so... Ja, die Tür unterhalten war also wirklich... Nee, da muss ich zeigen, die Videos sind hier online. Ja, könnt ihr euch genau. Nochmal reinpfeifen. Genau, also das kann ich nur empfehlen. Werden wir, denke ich mal, vielleicht auch nochmal wieder wenn es funktioniert, ich habe den Tag einen Kommentar gehabt, da wollte noch einer nach Essen. Wenn du weißt, wen ich meine, schreib mal nochmal in die Kommentare, ob das noch auf hat, ob das noch funktioniert hat. Sollte eigentlich so sein, haben sie zumindest gesagt. So, das waren die ersten Höhepunkte in dem Jahr. Dann kam leider... Ja, dann kam der Tiefpunkt. Ja. April. Leider ist unsere Scully von uns gegangen. Die ist über einen Regenbogen gelaufen. Hat uns schon ganz schön umgehauen. Also mich hat es richtig aus der Bahn geworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gehen wir jetzt auch schnell drüber weg. Ich merke schon mal den Kloß im Kopf, im ja. Hals. Ja. Tapetenwechsel hatten wir aber auch zwischendurch. Ja, da waren wir in Südlohn, Hinterland.camp. Da sind wir auf einen Resthof in Südlohn gestoßen, der sehr schön abseits gelegen ist. Also wer Ruhe und außer Hühner und Kühe braucht, der ist da sehr gut aufgehoben. Da waren wir gewesen und... Mehrfach jetzt inzwischen, alleine mit Brigitte und Ernst. Mit Birgit und Detlef. Also. Mit Holger und Nicole, die wohnen um die Ecke. Genau, die haben uns dann besucht. Und auch ein super Abend gewesen. Also das war immer schön. Ja, war immer genau. Schön. Man kann da super Fahrrad fahren. Die Besitzer super nett. Ja. Grüße an Kerstin und Martin an der Stelle. Wir kommen garantiert wieder. Ja, ist eine Institution geworden, eine dauerhafte Einrichtung. So, und dann sind wir mal wieder gefahren. Dann hatten wir Urlaub. Nordfrankreich war es. Nordfrankreich. Ne? Hat Überredungskunst gekostet, weil mein Schätzchen nicht so gerne wollte eigentlich nach Frankreich, weil Französisch ist nicht seins. Und er hatte da eigentlich andere Vorstellungen von Frankreich. Musste das aber dann revidieren, ne? Ich persönlich liebe Frankreich. Ist total toll da. Echt jetzt, ohne Scheiß. Ja. Und das ist so toll, dass wir das auch nochmal machen werden. Ja. Wir waren ja oben in Nordfrankreich, Normandie. Sind da an der Küste lang gefahren. Auch die Videos gibt es auf dem Kanal zu sehen. Nee, haben doch schon ein bisschen was erlebt, ja, aber längst nicht das. Also so Messen und so haben wir gar nicht gemacht. Nein, das haben wir uns geschenkt. Das war uns dann zu viel Menschen. Ansonsten waren wir bis heute safe durchgekommen. Jo. Kriegen bald die Booster, ein paar Tagen. Und ja. Ja, das war es auch eigentlich schon von diesem Jahr. Muss mich mal kurz überlegen, ja. So, dazwischen kamen noch so ein paar Bastelarbeiten vom... Jetzt guckt er wieder ins Sitz. Was? Er hat es modifiziert. Basteln. Basteln kannst du abends mit den Kindern. Hört er nicht gerne. Nee, ein paar Videos haben wir noch hochgekriegt, das stimmt. Do it yourself. Aber die sind ja auch alle da so. So. Oder ich verlinke die da mal unten vielleicht auch. Genau, das war die Autarkie, das war die Klimaanlage, das war der Schubladen und was Schubladen, nicht alles. Genau, einiges. Jetzt zum Schluss noch der Wechselrichter, damit ich mir die Haare wenigstens mal wieder föhnen kann und nicht ganz so strubelig aussehe. Nur für dich. Mann, ich alles
was da nicht alles macht. Frohe Weihnachten für dich. Ja, genau. Ja, und dann ist das Jahr jetzt auch schon zu Ende, ehrlich gesagt. Und unser Weihnachtsfest wird klang und ruhig. Ja, nächstes Jahr geht's weiter. Genau. Wir bleiben noch ein Jahr auf YouTube, haben wir uns gedacht. Und dann sehen wir mal weiter. Nee. Gucken, wie es läuft. Nein. Was kommt nächstes Jahr? Januar. Auf jeden Fall wieder Urlaub. Ja. Das haben wir uns jetzt fest vorgenommen. Südfrankreich. Genau, weil ich liebe Frankreich. Wenn es denn klappt. Ja, also der Plan ist tatsächlich Südfrankreich oder ja, Südfrankreich. An der Küste lang. Im Winter mal zu erleben, dann ist es auch nicht so voll da. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen was sehen, keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen, wir lassen uns treiben wie immer eigentlich. Wir machen ja nie nichts anderes. Genau, wir sind da halt eben spontan. Jo, dann habe ich noch ein Projekt im Köcher. Riesenthema. Ja. Hier bei uns im Hause und aber auch vielleicht bei euch, was ich so mitkriege. Thema ist TTT, Trockentrenntoilette. Ich bin schon dran. Und das Video kommt nächstes Jahr. Vermutlich im Januar. Vermutlich. Müssen wir mal gucken. Werden wohl zwei Teile werden. Weil wir glauben zu wissen, dass das ganz interessant ist. Ja. Die Diskussion, die wir hier hatten, ja, die habt ihr da draußen wahrscheinlich auch. Genau. Um das Thema. Und ja, ein kleiner Spoiler. Wir haben uns entschieden, da was zu machen bei uns. Mhm. Und ja, lasst euch überraschen. Und dann können wir ja im Januar, wenn wir im Urlaub sind, ja, testen wir das Ganze mal, oder? Ja, ja. Ja, nicht nur da. Wir haben ja teilweise, also ja. Ja, auf jeden Fall, ihr kriegt auch einen Erfahrungsbericht. Genau. So, ne? Erfahrungsbericht. Der Test ist ja schon gelaufen, mehr oder weniger. Der Kurztest. Ja, aber war ein Test. So, aber komm, nicht mehr erzählen, als wir müssen. Freut euch. Da kommt noch was auf jeden Fall. Wird ein Riesending. Natürlich selbst gebaut, ist klar. Ne? Also nichts von der Stange. Ja. Was haben wir noch nächstes Jahr? Was haben wir noch? Das waren erstmal so... Genau, CMT fällt aus, habe ich gerade gelesen. Die Düsseldorf-Messe, da würde ich ganz gerne wieder hin, Caravan. Mhm. Wenn sie dann auch stattfindet. Also jetzt irgendwie nach 2 Jahren kann man da mal wieder hin, glaube ich, weil man kriegt ja Entzug. Ja, ist doch so. Ja, ich sage mal, wir brauchen da nicht hin. Nein, aber man sieht viel, ja, man lernt noch ein bisschen was, man lernt Leute kennen. Ja, vielleicht trifft man dann den einen oder anderen. Das ist alles supi, ja. Ja, ansonsten werden wir jetzt auch das Jahr langsam ausklingen lassen. Das, was noch geht. Ich habe noch ein paar Termine bis zum 23. Dezember. Naja. Ja. Und dann schauen wir mal. Genau. Nochmal herzlichen Dankeschön an alle, die uns treu begleitet haben in diesem Jahr. Freut uns mega und ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen auch noch mal live. Und ja, von meiner Warte aus, frohes Fest, guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt mir gesund und munter da rein. Feiert nicht zu Feste, ne? Ja, würde ich auch sagen. Dem schließe ich mich an, dass wir uns alle gesund im neuen Jahr wiedersehen. Genau. Ne? Verweilt die letzte Woche vor Weihnachten noch in Ruhe, im Kreise eurer Liebsten und macht lecker Essen, ein paar gute Gespräche, einen schönen Wein und dann ist das auch schön. Genau, und freut euch auf nächstes Jahr. Genau. Was dann da kommt, genau. Was auch immer kommen mag, ja. Irgendwas kommt. Wir machen das Beste draus. Genau. Bleibt sauber, mach's gut, wir sehen uns im nächsten Video, oder? Genau. Alles Gute, tschüss. Tschüss.